Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir die Metal Gear Solid 1 Master Collection in der Day One Edition für die Sony PlayStation 5 aus. Neben der PlayStation 5 ist diese Collection auch für die Nintendo Switch, für die Xbox Series X erschienen, in physischer Form. Digital gibt es diese auch für Sony PlayStation 4. Xbox One weiß ich leider nicht und auf Steam gibt es die, glaube ich, auch, beziehungsweise die einzelnen Titel. Ich hoffe, man hört nicht raus, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ich wollte nicht so nasal klingen, aber ich hoffe, man hört es nicht so raus. Wenn euch diese Collection interessiert, Launch-Trailer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Und ich habe das gute Stück. Ich habe dafür 52,99 € bezahlt, bei Amazon vorbestellt. Es hat 16 dann freigegeben. In der Day One Edition haben wir noch Songs, Bonus-Songs. Das Ganze kommt von Konami. Hier haben wir den PlayStation 1 Klassiker Metal Gear Solid. Dann haben wir hier den zweiten Teil Metal Gear Solid 2 Songs of Liberty. Und natürlich Metal Gear 3 Snake Eater. Ja, und das hat mich damals total geflasht. Ich kannte Metal Gear von Telespiel aus dem Spielzeugladen damals, hatte aber nie selbst gehabt und ich kannte auch die NES-Teile aus Zeitschriften. Die habe ich damals aber nicht gespielt. Erst durch die PlayStation 1-Version wusste ich überhaupt, was Metal Gear, wer Snake ist und sowas, habe ich da kennengelernt und geliebt. Ich habe mir damals sogar die japanische Fassung gekauft, 1998 und 1999, diese deutsche Fassung mit der deutschen Synchro, die zwar trashig ist, aber ich fand die damals total in Ordnung. Metal Gear 2, da weiß ich noch, habe ich mir Son of the Enders gekauft, was auch ein cooles Spiel ist, aber nur wegen der Demo eigentlich zuerst. Weil ich diese Demo mit dem Schiff, wo die uns gezeigt haben, was die Power der PlayStation 2 ist, wo man alles erschießen kann, fand ich richtig cool, gerade den Schiffabschnitt. Später habe ich es ein bisschen enttäuscht wegen einem Charakter, den man dann spielt, aber im Ganzen war es ein cooles Spiel. Ja, und Metal Gear 3 Snake Eater ist einfach ein Meisterwerk. Ja, so sieht es von der Seite aus. Dann steht ja das Original, der Stealth-Action-Spielereihe kehrt zurück. Die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 vereint Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3 Snake Eater in einem einzelnen Komplettpaket mit dabei. 7 Metal Gear Originalspiele, 2 animierte Graphic Novels, einen digitalen Soundtrack, 4 digitale Masterbooks und Spieleskripts. Implementiere feindliche Festungen rund um die Welt, erledige deine Mission im Stealth-Modus und erlebe die spannende filmische Geschichte der Metal Gear-Reihe. Ja. Meisterwerke von Kojima, Hideo Kojima und Kojima Production. Leider hat Konami diese nicht irgendwo aufgelistet. Ich glaube auch nicht in den Credits, was ich sehr schade finde. Die wurden wahrscheinlich entfernt, wie ich gelesen habe. Das finde ich echt ein bisschen schade, weil auch wenn die Hideo Kojima und Kojima Production mit Konami Streit auseinandergegangen sind, die Werke sind von dem Team und von Hideo Kojima. Also hätte Konami die auch drin lassen können. Man muss auch ein bisschen mal über seinen Schatten springen. Ja, die Spiele gehen zwar ein, Spieler Netzwerkfunktionen werden unterstützt, 27,9 GB Speicherplatz werden benötigt, Vibrationfunktionen werden unterstützt, Gewalt und ja, ich weiß nicht, ob die kostenlose, nö, ist ja die PlayStation 5 Version. Machen wir mal auf. Gibt es da irgendwas Digitales? Ja, da ist auch ein Code. Oh, ich sehe gerade, meine Hülle ist beschädigt. Das ist nicht so schön, seht ihr das? Das ist nicht so schön. Aber wir haben hier auf der rechten Seite ein cooles Bild. Das finde ich natürlich kacke. Zumindest der Spiele-Disc nichts passiert. Dann haben wir hier eine coole Disc, die finde ich auch vom Design sehr gut. Dann haben wir hier noch den. Oh, das habe ich den Code fast gezeigt. So. Und das war es auch schon. Hoffentlich habe ich noch eine Hülle als Ersatz, weil wäre echt schade. Aber man sieht es jetzt nicht sofort. Kann sich auch Zeit lassen. Habt ihr euch diese Collection auch bestellt oder findet ihr, dass es Abzocke? Also ich musste die haben, ich liebe die drei Spiele. Und die anderen werde ich mir auch mal angucken und auch die ganzen Sachen, wie die Collection so aufgebaut ist. Die Turtles Collection fand ich auch sehr cool und geil gemacht. Ich bin gespannt, wie es hier ist. Ansonsten war es das von mir. Über einen Kommentar-Like würde ich mich sehr freuen. Wenn ich heute nicht direkt antworte, liegt das daran, dass ich mich noch was hingelegt habe. Und ich werde am Donnerstag mich um die Kommentare auf YouTube kümmern. Und ja, würde mich über Kommentare sehr freuen. Guckt euch den Trailer an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao.